Hallo, ich möchte dir eine kleine, einfache Technik zeigen. Und zwar nenne ich diese Technik emotionales Spinnennetz. Es ist eine kleine Assoziierungstechnik und es geht darum, dass du mit dem Kunden zusammen in möglichst kurzer Zeit aufzeigen kannst, wie seine Gedanken und Gefühle assoziiert sind in seinem Unterbewusstsein. Dazu benötigst du zwei ganz einfache Dinge. Erstens einen Kugelschreiber oder einfach etwas zu schreiben und zweitens ein Blatt Papier. Was du mit dem Kunden machst, ist Folgendes. Du legst dem Kunden das Blatt Papier hin und bittest ihn einfach mal ein Stichwort aufzuschreiben. Zum Beispiel, ich starte einfach mal mit einem. Ich fange einfach mal an mit der Farbe Rot. Das heißt, der Kunde notiert sich einfach auf seinem Blatt mit einem Punkt oder einfach das Wort Rot. Okay. Und jetzt geht es darum, dass du den Kunden ein wenig lenkst in seinen Assoziierungen. Das heißt, du fragst ihn jetzt ganz einfach, was kommt dir spontan in den Sinn zum Thema Rot oder Farbe Rot? Dann sage ich jetzt zum Beispiel, ich folge jetzt einfach meinen Intuition und meiner Assoziierungen. Bei mir kommt jetzt als nächstes Wort Herz in meine Gedanken. Das heißt, der Kunde notiert sich jetzt einfach das nächste Wort Herz. Und man kann es so ein bisschen verbinden miteinander, dass man merkt, okay, das ist eine Assoziierung da zwischen Rot und Herz. Jetzt mache ich einfach mal weiter. Was kommt dir in den Sinn zum Stichwort Herz? Wäre die nächste Frage an deinen Kunden. Der Kunde darf sich sehr gerne kurz Zeit lassen und sich Gedanken darüber machen. Und er notiert sich zum Beispiel Leben. Das kommt bei mir jetzt so ganz spontan. Ich notiere mir wieder das Wort Leben. Okay. Lieber Kunde, was kommt dir in den Sinn zum Thema Leben? Ah, jetzt kommt bei mir Ferien. Okay, was kommt dir sonst noch in den Sinn zum Stichwort Leben? Ah, jetzt kommt bei mir zum Beispiel Sterben. Okay, was kommt dir in den Sinn zum Wort Sterben? Jetzt kommt da bei mir Großmutter. Und jetzt spüre ich auch schon, was auch kommt, ist eine gewisse Traurigkeit. Ich notiere mir also auch das Wort Traurigkeit. So, jetzt sieht das Spinnennetz, das emotionale Spinnennetz, schon bereits mit den Assoziierungen so aus. Ich habe auch mit Rot gestartet. Von Rot kamen wir ins Wort Herz, von Herz in den Begriff Leben. Mit dem Begriff Leben ist auch Sterben assoziiert und mit dem Wort Sterben Großmutter und Traurigkeit. So kann ich mit dem Kunden sehr rasch auch Wahrnehmungen ins Bewusstsein bringen, an die Oberfläche bringen. Ihr könnt natürlich auch mit einem Thema starten vom Kunden. Das heißt, ich starte mal einen zweiten emotionalen Spinnen, so ein Spinnewebe oder ein Spinnennetz. Ich starte jetzt mal zum Beispiel, er kommt mit einer Angst. Dann soll er einfach mal notieren, Angst. Das wäre hier mein zweites neurales Netz, Angst. Was kommt dir in Sinn zu deiner Angst? Mir kommt im Sinn Autofahren. Da notiert der Kunde Autofahren. Was kommt dir in Sinn zum Thema Autofahren? Dann kommt bei ihm vielleicht Unfall. Okay, dann notiere Unfall. Was kommt dir in Sinn zum Thema Unfall? Da kommt mir in den Sinn Krankenhaus. Dann schreibe ich auf Krankenhaus. Okay, was kommt dir in Sinn zum Thema Krankenhaus? Und dann kommt mir in den Sinn Warten. Okay, und was kommt dir in den Sinn mit Warten? Meine Tochter. Okay, und was kommt dir in den Sinn zu Tochter? Unfall. Okay, spannend. Und was für ein Unfall? Ja, als meine Tochter 4-jährig war, hatte sie einen Unfall, hat sich das Handgelenk gebrochen und ich musste sehr lange warten im Wartezimmer und wusste nicht genau, was los ist. Okay, jetzt habt ihr hier ein zweites emotionales Netz zu einer ganz spezifischen Angst, hier in diesem Falle Angst, Auto zu fahren. Und das hat sich irgendwie verknüpft anscheinend
assoziiert mit diesem Unfall der Tochter, vierjährig. Also ihr seht, ihr könnt sogar gewissermaßen auch regressieren mit so einer Technik. Der Trick dabei ist es, dem Kunden auch zu erklären, dass alles, was in seine Gedanken kommt, sich im Unbewussten abspielt. Und egal, ob er sich jetzt sagt, ja, aber sag mir doch jetzt bewusst, ausgedacht, spielt keine Rolle. Alles, was hier kommt an Assoziationen, ist im Unterbewusstsein abgespeichert. Auch wenn man sich sogar sehr bewusst daran erinnert oder man denkt, ich kann es bewusst steuern. Die Assoziierungen sind fix abgelegt im Unterbewusstsein und können jetzt natürlich auch neu verknüpft werden. Aber dazu vielleicht in einem anderen Video mehr dazu, wenn es darum geht, Assoziierungen neu zu verknüpfen. Gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.